Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Lenis Vegas Diamonds. Ich hatte euch ja im letzten Video schon erzählt, dass das nächste Mystery-Bild von Piedmondo unterwegs ist. Jetzt ist es heute auch angekommen. Es hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Sonst ist das so, das wird ja mal automatisch verlängert. Und sonst ist das so, wenn ich die sozusagen die Bestellbestätigung habe, dann ist das Bild eigentlich schon 2 Tage später da. Diesmal hat es eine Woche gedauert, aber jetzt ist es da. Jetzt sehe ich bloß gerade, es ist eventuell dasselbe, was Melly gestern als fertiggestelltes gezeigt hat. Denn es ist das Mystery Nummer 9. Und ich meine, dass sie das Mystery Nummer 9 gepaintet hat, aber wir werden es sehen. Dann werde ich es ja gleich in etwa erkennen. Und wenn ihr das fertige Bild dann schon sehen wollt, könnt ihr ja bei Melly vorbeigucken. So, dann haben wir das gute Stück. Ich bin jetzt diesmal auch wieder im Büro, weil es ja ein kleines Bild ist. Das müsste ich hier eigentlich auch zeigen können. Dann brauche ich nicht die Kinder wieder aus der Küche verjagen. Beziehungsweise im Moment ist nur meine eine da. Die jüngere hat diese Woche noch diese Arbeitsfindungstage in der nächstgrößeren Stadt. Und da muss sie dann immer schon um 6:45 mit dem Bus, damit sie den Anschlussbus dann auch bekommt. Und die kommt deswegen erst späten Nachmittag jetzt wieder. Ist aber nur noch diese Woche. Und dann bin ich mal gespannt, was sie sagt. Sie ist jetzt 8. Klasse. Luna, komm doch einfach rein. Luna will mich heute auch wieder ärgern. Die Tür ist offen. Aber sie bellt trotzdem und haut dagegen, weil sie meint, die ist nicht offen. So ist das bei den älteren Hunden, ne? Ja, komm! Ui, wieder 52 Farben bei einem 30x30 Bild. Das ist wieder ganz schön sportlich. 3 AB-Farben. Die Tür ist offen. So. Es ist wieder mit dieser gewöhnungsbedürftigen Folie und also es ist wieder wirklich ein Mystery. Oh, wieder oranger Wachs, oranger Squishy, es ist ja so gar nicht meine Farbe, ne? Ein großer Vierer, nee, Sechser würde ich sagen und Musterverschiffchen mit Wachs. Diesmal ist auch gar keine Pinzette dabei. Ich würde sagen, wir gucken uns erst die Farben an. Was ist denn nun schön? Also es ist, glaube ich, so ziemlich alles an Grundtönen vorhanden. Bei Piedmondo sind das ja immer nur so kleine Schlangen. Finde ich eigentlich ganz gut. Hier sind die lila-rosa Grautöne. Ziemlich viel AB in der Farbe. Dann könnte es wirklich das Bild sein. Dann haben wir hier diese. Ein bisschen 310. Dann auch die 208 als AB und die 3608 als AB. Und der AB, der so
Ah nee, das war gar kein AB. Nee, hier. Der AB, der so viel vertreten ist, ist die 3747. Die sehen so richtig vakuumiert aus, ne? So. Das sind schon mal die Farben. Was ist denn, Männchen? Hatte ich auch mal irgendwie weit hier? Kann ich euch das Bild nämlich gleich besser zeigen? Dann werde ich das jetzt mal enthüllen. Ja, das ist das Bild, was sie gepaintet hat. So sieht das Ganze aus. Und wenn ihr das in Farbe sehen wollt, dann schaut doch gerne bei der Review von Melly von Mellys Painting-Ecke vorbei. Sie hat das gestern fertig gezeigt. Das ist auf jeden Fall das Mystery Nummer 9. Echt süß. Also von hier aus würde ich sagen, ist es ein Waschbär. So, das ist ja immer so eine Kunst, das dann wieder einigermaßen. Aber es war ja auch, wie ihr gerade gesehen habt, auch gar nicht so schön drauf, als es angekommen ist. Ich hasse diese Folie. Manche Mystery-Bilder gebe ich ja auch ab, aber ich denke, dass ich dieses selber painten werde. Stunden später. So. Hier jetzt noch ein bisschen. Also das ist echt nicht meine Folie, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Viel besser war es vorher auch nicht. Wie gesagt, dieses Abo ist halt so, dass man fürs erste Bild 9 Euro noch was bezahlt. Dann wird das nach einem Monat automatisch verlängert, wenn man nicht vorher geschrieben hat, man möchte nicht mehr. Und wie ihr jetzt seht, bin ich jetzt schon beim 9. Monat. Ich habe nicht alle selbst behalten. Ich habe ein paar auch an Cindy von Rosa 34 Lee weitergegeben. Sie hat mir die abgekauft und ich glaube, ich habe jetzt noch 4 oder 5 habe ich noch hier. Also mit diesem dann. Und ich denke, dass dies eins der ersten sein wird, die ich davon painte. Und ja, das ist das Mystery Nummer 9. Erst einmal werde ich auch noch weiter sammeln. Melly ist ja schon ein paar Nummern weiter und wenn ich irgendwann merke, das ist doch nicht mehr ganz so mein Geschmack, dann werde ich es wahrscheinlich aufhören. Ich gucke immer, was sie so auspackt und dann weiß ich nämlich, ob mir das gefallen würde. Und bis es dann soweit ist, außer jetzt wie gestern, wo sie es jetzt gerade fertig gezeigt hat, habe ich dann ja auch schon wieder vergessen, was es genau war. Und sie ist jetzt, glaube ich, schon bei Nummer 12 oder so. Und ja, das war auf jeden Fall mein kleines, aber feines Unpacking des Mystery Nummer 9 von Pigmondo. Wie gesagt, große Bilder würde ich da nicht mehr kaufen. Die sind mir für das, was geboten wird, einfach da zu teuer. Aber diese kleinen Bilder mag ich da ganz gerne, ja. Und ja, 30x30 kriegt man auch immer noch einen Rahmen ganz gut für. Und ja, das war's von mir mit diesem Unpacking. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Paket von Tini Schnickschnack. Und da habe ich aber natürlich die Dinge, die ich eigentlich unbedingt haben wollte, schon eine halbe Stunde später nicht mehr bekommen. Man kann es jetzt zwar auf als Vorverkauf bestellen, aber
Ich möchte jetzt auch nichts dann im April erhalten, was dann erst wieder im November passt. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Es geht da um diesen großen Weihnachtskranz von Pummeleinhorn, um diese Schneeflockenaufhänger und diesen Pummelaufsteller, diesen Weihnachtsaufsteller. Ja, mal gucken, aber ich denke eher nicht. Bei der Schneeflocke würde ich es mir vielleicht noch überlegen, aber ja, den Rest dann eher nicht. Ja, und dann war Sonntag ein Bild rausgekommen, was mir sonst auch wohl ganz gut gefallen hätte, war dann aber auch gleich ausverkauft, aber da bin ich jetzt eigentlich auch ganz froh, weil da wäre ich jetzt im Winter eh nicht mehr zugekommen zu painten. Denn ich möchte jetzt erstmal im Fokus haben, meine angefangenen Bilder zu beenden. Ich kann nicht versprechen, dass ich dieses Jahr kein neues mehr anfange, aber zumindest keine großen Bilder mehr. Ja, das soll es von mir gewesen sein zu diesem kleinen Unpacking. Und ja, ich hoffe, dass ich den Bubble Tea Fuchs diese Woche fertig bekomme. Es müsste aber eigentlich klappen. Dieses Bild in 40x50 von Tini Schnickschnack. Und dann denke ich, wird als nächstes Hasi fertig werden. Von Diapop. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonniert unbedingt meinen Kanal. Für euch ist das nicht viel Aufwand, kostet euch nichts, aber mir bedeutet das sehr viel und deswegen würde ich mich da wahnsinnig drüber freuen. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!